Nach einleitenden Worten der Verantwortlichen ging es gleich los mit dem Workshop. Viele Einwohner wollten sich der Zukunft der Kirche annehmen, was auch Jochen Ritter begeisterte. Ich bin sehr angetan davon, dass bei strahlendem Sonnenschein sich über 120 Leute hier für solche Angelegenheiten zusammengefunden haben. Mit kleinen Aufwärmübungen führten die Moderatoren Julia Fisching-Wirth und Clemens Reit in das Thema ein. Kurze Filmsequenzen und eine lockere Podiumsdiskussion von Engagierten zeigte auf, was schon jetzt möglich ist. Markus Feldmann, Mitinitiator der Veranstaltung, möchte, dass sich die Menschen unterhalten und Ideen entwickeln. Ich hoffe, dass die Menschen erstmal miteinander reden und dass sie ihre Sorgen um die Kirche und ihre Ideen, wie es weitergehen könnte, teilen und dass aus der Summe aller Ideen was ganz Neues entstehen kann. Die ersten Vorschläge, aber auch Kritikpunkte ließen dann nicht lange auf sich warten. Ich denke, dass ich eine gute Idee habe, wie man Gott erfahrbar machen kann, wie man das greifen kann, das Gefühl hat, den gibt es wirklich. Ich habe geschrieben, Ideen von Laien müssten mehr nach meiner Meinung von Seelsorgern positiv verstärkt werden. Ja, ich bin der Meinung, die Gottesdienste müssen mehr in die Stadt getragen werden. Also wir haben natürlich gerade bei Jugendgemeinden hingeschrieben, und zwar zum Beispiel, dass man halt auf den Wertewandel eingehen sollte, also zum Beispiel, dass man Homosexualität mehr toleriert, anstatt dieses alte Kirchenbild zu haben, dass die Kirche nur konservativ ist, weil sonst ist es auch für die ganze Jugend nicht attraktiv, weil sie halt welche anderen Werte haben. Mehr Liturgiekreise, die verschiedenen Formen von Messen, die gestalten, die dann für jeden etwas darstellen. Bevor es mit dem zweiten Teil weiterging, spielte Till, eine Musikgruppe aus Wenden. Haben sich sehr unterschiedlich in unterschiedlicher Anzahl den Themen zugeordnet und versuchen jetzt anhand der Sammlung, die sie vorfinden aus der ersten Runde, die Themen weiter anzufüttern, weiter auszufüllen, in eine Bewertung zu kommen, erste Ideen für Umsetzungsmöglichkeiten zu finden und die Themen in ihrer Wichtigkeit und Bedeutsamkeit hier für den pastoralen Prozess noch weiter zu unterstützen und zu verstärken. Ja, wir haben fünf Seiten. Die Steuerungsgruppe ist optimistisch, mit den gesammelten Ideen einen neuen Weg für die Kirche zu finden. Wir sehen uns in der Steuerungsgruppe als Brückenbauer, als Menschen, die was möglich machen, was bisher nicht möglich schien. Am Ende wurden die Ergebnisse ausgewertet und allen vorgestellt. Aber vielleicht ist ja die Idee noch nicht dabei. Der Prozess hat gerade erst begonnen, also mach mit und gestalte mit vielen anderen deine Kirche. Jahr.